Ja, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video geht es um den Spannungsregler LM317. Das ist ein einstellbarer linearer Spannungsregler, dessen Ausgangsspannung zwischen 1,25 Volt und dem Maximum einstellbar ist. Das Maximum hängt von der Eingangsspannung ab. Und ich habe das hier mal aufgebaut. Man sieht hier die Eingangsspannung von 23,39 Volt. Die Ausgangsspannung ist gerade 1,3 Volt. Vielleicht nochmal ein Hinweis, jemand, der sich das aufbaut und dort, wo diese Ausgangsspannung nicht unter 1,3 zum Beispiel geht, dann ist es meistens hier, liegt es am Poti, da ist es meistens irgendwie Staub oder so drin. Also hier geht es, ja, wenn ich ein bisschen gegendrücke, geht es auch auf 1,27, okay. Und das Maximum ist jetzt hier in dem Fall, wenn man jetzt das hochdreht, auf 22,06 Volt, also 22 Volt rund. Das ist alles relativ einfach aufzubauen. Ich bin hier nach einer Standardschaltung gegangen. Und zwar hier aus dem Datenblatt. In dem Fall jetzt hier von National Semiconductors. Und ich habe auch hier die Schutzdioden eingebaut. Auch diesen zusätzlichen Kondensator hier. Im Datenblatt stehen nochmal diverse Informationen, wozu die Dioden überhaupt notwendig sind. Und da steht auch nochmal die Formel für die Ausgangsspannung, falls man jetzt eine feste Spannung einstellen will mit dem Widerstand, dann muss man hier die Formel benutzen. Also eigentlich alles ganz harmlos. Und die Frage stellt sich jetzt aber, der Regler regelt eigentlich nur ab 1,25 Volt. Was muss man also tun, damit der Regler auch von 0 Volt an regelt? Die schlechteste Lösung wäre, wenn man sagt, na gut, ich habe 1,25 Volt übrig und mittels zweier Dioden, die ich hier an den Ausgang anschließe, eliminiere ich sozusagen diese 1,25 Volt, habe hier mein UA und dann ist das alles gut. Ist leider nicht gut, denn zum einen regelt der Regler diesen Punkt hier aus und nicht die Ausgangsspannung, also er kann gar nicht die Ausgangsspannung hier regeln. Und der zweite Punkt ist, die Dioden sind nicht lineare Bauteile. Das heißt, wenn dann Strom durchfließt, dann ändern sie auch ihre Vorwärtsspannung und damit ändert sich dann auch UA. Also wenn höherer Strom fließt, wird hier definitiv UA auch runtergehen, weil einfach eine höhere Spannung über den Dioden abfällt. Also das ist hier Unfug. Ich schreibe es mal hin, Unfug. Das geht so nicht. Der Hersteller bietet aber in einer Typical Application an, das zu lösen, dieses Problem mit dem 0 Volt, und das zeige ich einfach mal hier. Das ist diese Schaltung. Ich sage mal hier rüber. So. Und dort steht es auch schon: 0 bis 30 Volt Regulator. Und wie man jetzt sieht, gibt es einen Unterschied bezüglich des Potis, was eingebaut ist. Das 5 Kilo Poti ist hier nicht mehr auf Ground, sondern es wird in diesem Fall hier an diese Z-Diode angeschlossen. Die Z-Diode über den Widerstand wird an minus 10 Volt angeschlossen. Das heißt, an diesem Punkt hat man jetzt über die Z-Diode, weil es eine 1,2 Volt ist, minus 1,2 Volt zu Ground. Also hier ist ein minus 1,2 Volt zu Ground. Das ist alles ganz schön, aber die Frage ist natürlich, wie kann ich eigentlich diese negative Spannung erzeugen? Um das zu überlegen, wie man das schafft, da auf diese negative Spannung zu kommen, hier mal eine kurze Übersicht, wie das aussehen könnte, erstmal generell. Und zwar hat man ja ein Trafo, dann hat man einen Brückenleuchtrichter, ein Sieb-Elko, wo eine nicht geregelte Gleichspannung erzeugt wird und danach hat man dann die Regelschaltung, sei es jetzt mit dem LM317 oder anderen Komponenten. Und der LM317 kann eben nur ab 1,25 regeln, wenn jetzt hier das Poti auf Ground liegt. Die Frage ist jetzt, wie kann ich jetzt hier minus 1,25 erzeugen? Denn es ist ja so, man hat ja in dieser Schaltung nur zwei Pole, also Ground und dann den Pluspol. Also da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, da klemmt man irgendwas ran, Minus. Es gibt aber eine Möglichkeit dazu und das Thema, was dazu passt, heißt Ladungspumpe. Die hier abgebildete Schaltung sieht man oft in Netzteilen und man sieht jetzt im unteren Bereich die Ladungspumpe, die hier aus diesem AC-Signal bezogen zu Ground dann minus 5,1 Volt erzeugt. Und hier oben ist der normale Teil mit dem Brückenleuchtrichter, dem Sieb-Elko. Diese Art von Schaltung hat allerdings zwei Nachteile, die vielleicht nicht zu vernachlässigen sind.
Zum einen braucht diese Ladungspumpe oder diese Schaltung insgesamt eine Grundlast, auch im Leerlauf gerade. Und das zweite ist, wenn hier kein AC zur Verfügung steht, funktioniert es nicht. So, ich habe jetzt hier mal die Schaltung aufgebaut. Was ich in meiner Schaltung im Moment noch nicht drin ist, ist diese Last. Da ist also weder ein Widerstand noch eine Leuchtdiode drin und ich habe die Ladungspumpe auch noch nicht aktiviert. Auf der rechten Seite sieht man jetzt hier die Ausgangsspannung, also hier diese DC-Ausgangsspannung hinter dem Brückengleichrichter. Ladungspumpe ist nicht aktiviert, das heißt auf diesem Multimeter sehe ich auch noch nicht diese minus 5 Volt. Wenn ich jetzt die Ladungspumpe aktiviere, indem ich hier diesen Widerstand einsetze, dann passiert Folgendes. Da sollte man mal auf dieses Messgerät jetzt schauen, auf die Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung steigt stark an. Und das ist natürlich ein großer Nachteil, wenn ich keine Last dran habe im Leerlauf, dass die Spannung jetzt hier bei 40 Volt schon ist. Dadurch kann ich mir natürlich eventuell Bauteile kaputt machen, die diese Spannung nicht aushalten. Oder auch den Siebelko, falls der diese Spannung nicht aushält. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das weg? Wie kann ich da, da wieder runterkommen von? Und da ist einfach die Möglichkeit, hier einen Widerstand einzusetzen. Und wenn ich den hier einsetze, dann sieht man sofort, die Spannung geht wieder sofort runter auf 23,7 Volt. Wenn ich ihn wegnehme, geht es wieder hoch. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, gut, ich nehme da gleich eine Leuchtdiode, die mir anzeigt, praktisch, dass dort die Ausgangsspannung vorhanden ist. 40 Volt ist es jetzt, wenn ich die Leuchtdiode dran habe, dann sieht man auch, aha, er geht gleich runter auf die ursprüngliche Spannung. Ja, das ist so der Nachteil. Wenn man jetzt hier zum Beispiel so ein Netzteil hat, vom Laptop und man will dort hier die beiden oder den Ausgang hier verwenden, um dahinter noch einen Regler zu setzen, hat man keine Chance mit dieser Ladungspumpe und da muss man sich also was anderes ausdenken. So, die Schaltung für den LM317, der nun mit von 0 bis Maximum eingestellt werden kann, sieht wie folgt aus. Ich habe zur Erzeugung der negativen Spannung eine Ladungspumpe genommen in Form eines ICs, das ist der TC962. Als Referenz habe ich hier einfach eine 78L05 genommen, der reicht hierfür aus. Die 5 Volt gehen an den TC962 und der macht aus diesen 5 Volt am Ausgang minus 5 Volt. Die beiden Kondensatoren sind dazu da, dass die Ladungspumpe in dieser Form funktioniert. Dann habe ich die 5 Volt nochmal runtergebrochen auf 1,5 Volt. Und also minus 1,5 Volt und mit den beiden Trimmern kann ich praktisch zum einen den Nullabgleich durchführen und die Spannungseinstellung vornehmen. Die Spannungseinstellung erfolgt so, dass ich praktisch den Regler mit dem 5 Kilo Poti, der ja normal ist für diesen LM317, runterdrehe. Hier natürlich die Ausgangsspannung messe und mit dem den Nullabgleich durchführe, das heißt dort eine minimale Spannung einstellen, ein paar Millivolt. Und dann kann ich mit der Spannungseinstellung ganz normal von 0 bis Maximum das einstellen. Ich habe das hier mal auch aufgebaut und gleich zu sehen ist die Messung dazu. So, ich habe hier den Aufbau, hier oben ist die Schaltung. Ich klemme jetzt mal das rechte Multimeter an die 5 Volt. Das ist praktisch hier der Pin 8 und man sieht, da sind ungefähr 4,95 Volt von dem 5 Volt Regler, gehen also hier rein. Am Ausgang sind 4,58 Volt. Das ist damit begründet, dass der Innenwiderstand hier am Ausgang relativ hochohmig ist und der doch durch die 10er Diode belastet ist. Deswegen geht es ein bisschen runter, das spielt aber keine Rolle. Jetzt werde ich Folgendes machen, ich werde den abgleichen. Dazu werde ich die Ausgangsspannung jetzt messen, die ist gerade bei 4,99 Volt. Jetzt drehe ich als erstes das 5 Kilo Poti nach unten. Ah ja, ist schon, glaube ich, abgeglichen hier. Jetzt kann ich hier höchstens noch mal ein bisschen weiter runter gehen mit dem Trimmer zum Nullabgleich. Und man sieht, der ist jetzt wirklich bei ziemlich genau 0.
und reicht hier für diese Zwecke aus. Ich kann jetzt hier mit dem normalen Poti, mit dem, das ist jetzt der 5K, das 5K Poti kann ich praktisch hier wieder hochdrehen bis zum Maximum. Man sieht, kommt man bei 19 Volt kommt man auf 17,58 Volt. Funktioniert also soweit ganz gut. Ja, das war's dazu. Und dann viel Spaß dabei. Tschüss.